Ja, heute ist Mittwoch, der 15. Dezember 2021. Wie immer zunächst die Braunschweiger bzw. Wolfenbüttler Zeitung. Heute mit der Überschrift: Am 23. Dezember muss der Weihnachtsmarkt schließen, weil in Niedersachsen ab 24. bis zum 2. Januar eine Weihnachtsruhe, also ein Lockdown, beschlossen wurde. Weiter unten geht es dann weiter. Schon jeder vierte Niedersachse hat die Booster-Impfung erhalten. Also das sieht ja für Niedersachsen auch alles ganz gut aus. So, dann haben wir noch einen interessanten Beitrag heute auf der Seite Debatte. Moment. Ja, ein Großbericht. Wird Atomenergie zum Klimaretter? Das ist ein Thema, das derzeit landauf, landab diskutiert wird. Es geht darum, dass die EU eine Taxonomie einführen will, wo welche Energien praktisch als nachhaltig, als grüne Energien angesehen werden. Da geht es eben darum, ob auch die Kernenergie dazukommen soll. Also die EU will da zwar keine Gelder für geben, aber wenn Atomenergie als grüne Energie bezeichnet wird, eingestuft wird, dann kann man damit Investoren locken. Die Überschrift ist etwas verfänglich und man hat die Vermutung, dass es in der Artikel in Richtung Pro-Atomenergie geht. Dem ist aber nicht so. Ich finde den Beitrag sehr ausgewogen, habe ihn mir ganz intensiv durchgelesen und mich dann entschlossen, einen Leserbrief dazu zu schreiben. Hier nun mein Leserbrief, der direkt online-mäßig eingebracht wurde. Ich schreibe, noch steht ein Fragezeichen hinter, wird ausgerechnet die Atomenergie in Europa zum Klimaretter? Und im Text scheint es anfangs auch stark um Pro-Atomenergie zu gehen. Die EU steht kurz davor, Atomkraft erstmals offiziell als nachhaltige, klimafreundliche Energie zu adeln. Soweit in dem Bericht. Beim weiteren Lesen des Artikels zeigt Christian Kerl, der Verfasser des Berichtes, ein sehr ausgewogenes Pro- und Kontrabild der Atomenergie. Zu befürchten ist, dass die risikoreiche Atomenergie den grünen Anstrich bekommt, nicht nur, weil die alte Bundesregierung den Atomausstieg nur halbherzig durchgeführt, in Deutschland werden immer noch nukleare Brennelemente produziert und verkauft, und ebenso halbherzig die Energiewende vorangetrieben hat. Wir könnten mit der erneuerbaren Stromproduktion schon viel weiter sein, sondern weil, wie Wolfram König zitiert wird, die Risiken der Atomenergie noch immer systematisch unterschätzt werden. Hinter der Unterschätzung steht ein globales System, das sogar die WHO durch einen Vertrag aus 1959 verpflichtet, sich bei Äußerungen zum Strahlenrisiko mit der IAEO abzustimmen. Die WHO muss ein eigenständiges Ressort zum Strahlenschutz erhalten. Aber das verhindern die Atommächte, indem die WHO an dieser Stelle finanziell und ideell nicht unterstützt wird. Soweit der Leserbrief, soweit der aktuelle Tageshinweis. Bevor ich nun
zur Korrespondenz mit dem Gesundheitsministerium und den Schreiben an die Koalitionäre der Regierung ab Dezember 2021 zum Strahlenrisiko komme, ist es inzwischen Tradition, auf einen Beitrag der Tschernobyl-Erinnerungen hinzuweisen. Heute Auszüge aus dem Bericht von Anna Fizeva aus Belarus, die damals die Tschernobyl-Katastrophe in 150 Kilometer Entfernung erlebte und auch ihre Erfahrungen in den Jahren danach schildert. Ihr Artikel ist überschrieben mit "Meine Erinnerungen an Tschernobyl, mein Leben mit Tschernobyl". Ich habe Anna Fizeva als Tschernobyl-Zeitzeugin kennengelernt, vermittelt durch Svetlana Margolina, unsere langjährige Dolmetscherin aus Minsk. Im Folgenden ein paar Auszüge aus ihrem ausführlichen und sehr interessanten Bericht in Tschernobyl-Erinnerungen. Anna Fizeva berichtet zunächst, wie sie 1986 die Tage nach der Tschernobyl-Katastrophe erlebt hat. Im Jahre 1986 wohnte meine Familie im Dorf Igovka, Kreis Dobrusch, Gebiet Gomel, 150 Kilometer von Tschernobyl. Wir hatten zwei Kinder. Unsere Tochter Galina war 7,5, unsere Tochter Olga war 2,5 Jahre alt. Über den Unfall im AKW Tschernobyl habe ich am 27. April erfahren, also einen Tag nach dem Ereignis. Die ersten Informationen erhielten wir durch Radio Liberty. Danach, in den letzten Apriltagen, kam nach Igovka Familie Timoschenko Nadeshda mit zwei Kindern, die in der Nähe des Reaktors gewohnt hatten. Sie erzählten, dass es im AKW eine Havarie gegeben hat. Buchstäblich nach ein paar Tagen kam die Information, dass mit der Evakuierung der Bevölkerung aus den Landkreisen Prakin, Hoyinki, Navrolija begonnen wurde. Die Leute machten sich Gedanken und die Behörden schwiegen oder gaben nur ungenaue Kommentare dazu ab. Ich als Physiklehrerin verstand ja, dass die Radioaktivität sehr gefährlich für die Gesundheit des Menschen ist und versuchte, es den Kindern und Eltern klarzumachen. Niemand konnte verstehen, dass es in diesem schönen Frühling eine Gefahr geben könnte. Am 1. Mai gingen wir mit unseren Familien zur Mai-Demonstration in Dobrusch. Auf der Mai-Kundgebung wurde über alles gesprochen, außer über die Atomgefahr. Und erst nach den Maifeiertagen hörte man in den Nachrichten, dass es eine Explosion im vierten Reaktorblock des AKW Tschernobyl gegeben hat. Über den Grad der Explosion und über die Gefahren wurde immer noch nicht informiert. Im folgenden Auszug aus dem Blogbeitrag schildert Anna Fizeva, wie sie die Zeit 25 Jahre nach der Umsiedlung, also 30 Jahre nach der Katastrophe, erlebte. 25 Jahre sind seit der Umsiedlung vergangen. Die Schwierigkeiten des Umzugs und der Gewöhnung an die Menschen und neue Umgebung sind vorbei, aber die Erinnerung daran kehrt immer wieder zurück. Jedes Jahr am Toten Sonntag fahren wir mit Aufregung in das Gomeler Land, unsere Heimat. Früher besuchten wir unsere Eltern. Jetzt besuchen wir ihre Gräber in den Dörfern, die jetzt nicht mehr existieren. Zum Toten Sonntag versammeln sich die Landsleute von allen Enden von Belarus. Meistens treffen wir uns auf dem Friedhof. Wir sind alle verstreut. Aber an diesem Tag gibt es für alle nur einen Weg und einen Treffpunkt, den Friedhof. Anna Fizeva beschreibt hier, dass sie nur einmal im Jahr am Tschernobyl-Jahrestag den Friedhof im Sperrgebiet besuchen dürfen.
Der Friedhofsbesuch hat in Belarus eine besondere Bedeutung, auf die ich mit diesem kleinen Einschub auch aus Tschernobyl-Erinnerungen hinweisen möchte. Treffpunkt Friedhof. Wir sehen hier vier Fotos. Die obere Reihe zeigt unterschiedliche Familiengräber, wie sie im Gomelgebiet in Belarus üblich sind. Im Foto links unten sehen wir Anna Fizeva in der Mitte beim Treffen auf dem Friedhof mit Verwandtschaft. Und im Foto unten rechts weitere Verwandte und Bekannte von Anna Fizeva beim üblichen Picknick auf dem Friedhof. Und der Text dazu, darunter lautet: Nur einmal im Jahr, nämlich am Toten Sonntag, dürfen in Belarus die Menschen ins Sperrgebiet, um ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Viele der Umsiedler wollen trotz Sperrgebiet in ihrer Heimat beerdigt werden. Ein letzter Absatz zu Anna Fizeva, praktisch zum 30. Jahrestag nach der Tschernobyl-Katastrophe. Inzwischen sind meine Töchter erwachsen, jede hat eine Familie. Ich habe vier Enkelinnen. Das Leben in der verstrahlten Region wirkte sich negativ auch auf unsere Gesundheit aus. Meine ältere Tochter und ich haben Schilddrüsenprobleme. Beide Töchter haben oft Kopfschmerzen, kranke Gelenke und geschwächtes Immunsystem. Tschernobyl hat unser Leben in vor und nach Tschernobyl geteilt. Das Gedenken bleibt. Soweit die Auszüge aus dem langen, aber sehr lesenswerten Blogbeitrag von Anna Fizeva. Der Zusammenhang zu dem Anliegen dieser Videoserie, Gesundheit unser höchstes Gut, auch beim Strahlenrisiko, liegt nahe. Liegt nahe und ist zu verstehen im Sinne der Worte von Anna Fizeva: Tschernobyl hat unser Leben in vor und nach Tschernobyl geteilt. In unserer Region, dem sogenannten Weltatomerbe Braunschweiger Land, mit den Atommüllstandorten Asse II, Schacht Konrad und Schacht Morsleben, kommt in diesem Zusammenhang die Frage nach Strahlenrisiko und Gesundheitsrisiko eine besondere Bedeutung hinzu. Darauf beziehe ich mich auch gleich am Anfang meines Schreibens, also auf diese Herkunft, mein Schreiben vom 24. Mai. Dieses Schreiben stelle ich jetzt Absatz für Absatz vor. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie dem Adressabspann entnehmen können, komme ich aus der Asse-II-Region oder, um es umfassender zu beschreiben, aus dem sogenannten Weltatomerbe Braunschweiger Land. Sie können hieraus auch gut ersehen, dass ich mich mit den Themen Tschernobyl, Fukushima und Atommüll beschäftige. Die derzeitige Corona-Pandemie führt uns sehr eindrücklich vor Augen: Gesundheit ist unser höchstes Gut. In diesem Zusammenhang hatte mich interessiert, wie eigentlich unser Gesundheitssystem funktioniert und wie das Gesundheitsministerium aufgestellt ist. Also zunächst die Einleitung und meine aktuelle Herkunft und der Bezug zur Corona-Pandemie, der den Gedanken nahelegt: Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Und es folgt zwangsläufig die Frage nach unserem Gesundheitssystem, beziehungsweise wie das Gesundheitsministerium aufgestellt ist und wie es funktioniert, um im folgenden Absatz meine Beobachtung und meine Frage zu äußern. Auf der übersichtlichen Homepage des Gesundheitsministeriums bin ich schnell auf den Organisationsplan gestoßen und habe ihn mir angesehen.
Ich war nicht wenig überrascht, wie detailliert die Ressort- bzw. Aufgabenverteilung hier ist. Ich war aber auch sehr überrascht, dass ich nirgends einen Hinweis zu Strahlenrisiko und Nuklearmedizin gefunden habe. Wird das irgendwo irgendwie mitbearbeitet? Bei diesem detaillierten Plan ist das kaum zu vermuten. Meine Frage lautet also, wo und wie befasst sich das Gesundheitsministerium mit den Themen Strahlenrisiko und Nuklearmedizin? Freundliche Grüße, Paul Koch und so weiter. Meine Frage an das Bundesgesundheitsministerium lautete also, wo und wie befasst sich das Gesundheitsministerium mit den Themen Strahlenrisiko und Nuklearmedizin? Die Antwort folgte gut einen Monat später aus der Abteilung 6, Referat 622. Wollen wir kurz nochmal auf den EuGA-Plan schauen. Das ist also die Abteilung 6 und das Referat 622. Dieses Referat war mit der Antwort beauftragt. Und da heißt es, sehr geehrter Herr Koch, vielen Dank für Ihre E-Mail vom 24. Mai 2021 zu Berührungspunkten des Bundesministeriums für Gesundheit, BMG, mit den Themen Strahlenrisiko und Nuklearmedizin. Ich wurde gebeten, Ihnen zu antworten. Mit Ihrer Frage sprechen Sie maßgeblich die Aufgabenbereiche des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU, am Robert-Schumann-Platz 3 in Bonn an, das innerhalb der Bundesregierung für diese Thematik federführend zuständig ist und von einer Strahlenschutzkommission beraten wird. Darüber hinaus beschäftigt sich auch das Bundesamt für Strahlenschutz, Willebrandstraße 5 in Salzgitter, eine Behörde im Geschäftsbereich des BMU, mit den Auswirkungen von Radioaktivität auf die menschliche Gesundheit. Hier wird schon gleich bestätigt, dass diese meine Gesundheitsfragen nicht im Gesundheitsministerium, sondern maßgeblich beziehungsweise federführend im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und in den nachgeordneten Behörden wie Strahlenschutzkommission und Bundesamt für Strahlenschutz bearbeitet werden. Gleichwohl wird der Zusammenhang von Umwelteinflüssen und Gesundheit bestätigt. Im nächsten Absatz wird kurz die Zusammenarbeit der beiden Ministerien geschildert. Im Sinne des Gesundheitsschutzes arbeiten innerhalb der Bundesregierung das Bundesumwelt- und Bundesgesundheitsministerium eng zusammen, denn Umwelteinflüsse können Krankheiten mit verursachen oder beeinflussen und haben somit auch Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen werden im BMG, also im Bundesministerium für Gesundheit, im Rahmen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes verfolgt. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen werden im Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes verfolgt. Was heißt denn bitte in diesem Zusammenhang verfolgt? Verfolgt und beobachtet? Oder verfolgt und Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit ergriffen? Im nächsten Absatz geht es dann um die Nuklearmedizin. In der Nuklearmedizin werden radioaktive Stoffe zu verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Zwecken eingesetzt. Mithilfe der radioaktiven Stoffe ist es möglich, Stoffwechselvorgänge des menschlichen Körpers bildlich darzustellen und krankhafte Veränderungen zu lokalisieren und zu beobachten. Bei diagnostischen und therapeutischen nuklearmedizinischen Instrumenten, Apparaten oder Geräten handelt es sich um Medizinprodukte.
Um den hohen Anforderungen an die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen an diese Produkte gerecht zu werden, gestaltet das Bundesministerium für Gesundheit in Durchführung der Europäischen Medizinprodukteverordnung den rechtlichen Rahmen für die Herstellung, klinische Prüfung, Zertifizierung, die Vertriebswege und Überwachung von Medizinprodukten. Sollte mich das beruhigen? Zumindest aber scheint die Nuklearmedizin vom Gesundheitsministerium überwacht zu werden, was Herstellung, klinische Prüfung, Zertifizierung, die Vertriebswege und Überwachung von Medizinprodukten angeht. Natürlich ist der ganze Bereich der Nuklearmedizin ein Segen für die Menschheit. Aber wenn Nuklearmedizin ein Tabuthema wird, und den Anschein kann man manchmal haben, dann wird genaueres Hinschauen schon notwendig. Im nächsten Absatz geht es dann um Nuklearmedizin bzw. Arzneimittel, die mit radioaktiver oder mit ionisierter Strahlung behandelt werden. Auch die Zuständigkeiten für rechtliche Aspekte zu radioaktiver oder mit ionisierender Strahlung behandelten Arzneimitteln sind beim BMG angesiedelt. Darüber hinaus befasst sich der gemeinsame Bundesausschuss mit der Thematik. Unter anderem regelt er den Einsatz der Positronenmissionstromographie, abgekürzt PET. Hier ist von Positronenemissionstomographie die Rede. Es geht hier um eine nuklearmedizinische Untersuchung, bei der eine radioaktiv markierte Substanz, ein sogenannter Trätscher oder Träger, verabreicht wird, deren Verteilung im Körper anschließend gemessen werden kann bzw. gemessen wird. Mittels PET können vor allem Stoffwechselvorgänge im Körper dreidimensional dargestellt werden. Die Strahlenbelastung durch eine PET ist etwa 2 bis 3 Mal so hoch wie die Strahlenbelastung der Menschen jedes Jahr durch natürliche Radioaktivität ausgesetzt sind. Dann folgt der Abspann des Schreibens. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und konnte verdeutlichen, dass das BMG sich der Thematik im Sinne der vorsorgenden Gesundheitsschutzes annimmt. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Rahel Skobowski und so weiter. Das Bundesministerium für Gesundheit nimmt sich der Thematik Strahlenrisiko, Gesundheitsrisiko im Sinne des vorsorgenden Gesundheitsschutzes an. Das klingt gut, ist aber auch das Mindeste, was dieses Ministerium tun sollte. Es bleibt dabei, dass diese Thematik eher bzw. federführend bei der Reaktorsicherheit liegt. Ich ließ mir 2 Monate Zeit, um auf dieses Schreiben wie folgt zu reagieren. Sehr geehrte Frau Skobowski, nun komme ich endlich dazu, mich für Ihr ausführliches Schreiben ganz herzlich zu bedanken. Alleine durch den Orgaplan sind diese Zusammenhänge natürlich nicht zu erkennen. Allerdings ist mir nicht klar, warum diese Aufgabenbereiche maßgeblich dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Bundesgesundheitsministerium lediglich die Rolle Zusammenarbeit zugeordnet ist. In Gesundheitsfragen sollte doch das Gesundheitsministerium an erster Stelle stehen. Strahlenschützer und Physiker sind keine Mediziner. Mir scheint hier tatsächlich eine gewisse Schieflage vorzuliegen, die ich mit folgenden Erfahrungen verdeutlichen will. Erstens. Am 9.3.2020 gab das Bundesamt für Strahlenschutz eine Pressemitteilung zur Fukushima und Olympia 2020 heraus.
Diese Pressemitteilung war so verharmlosend, dass wir, eine kleine Gruppe aus der Asse-2-Region, einen offenen Brief an das Bundesamt für Strahlenschutz geschrieben haben. Unterstützt wurden wir von einigen Wissenschaftlern mit entsprechenden Studien zum Strahlenrisiko und durch die Petition gegen die Verharmlosung zu Fukushima und Olympia 2020-2021, die wir am 11.03.2021, also ein Jahr nach dieser Pressemitteilung, dem Bundesamt für Strahlenschutz übergaben. Dem Antwortschreiben des BfS zum offenen Brief und auch zur Petition war nicht zu entnehmen, ob sich das BfS mit den von uns mitgeschickten Studien zum Strahlenrisiko überhaupt auseinandergesetzt hat. Zweitens, am 11.03.2020, also am Fukushima-Jahrestag, gab es eine öffentliche Sitzung des Bundesumweltausschusses zum Thema Fukushima-Olympia. Zum einen war da kein Vertreter vom Gesundheitsministerium zu sehen oder zu hören. Zum anderen haben sich hier das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Strahlenschutz gegenseitig den Ball der Verharmlosung zugespielt. In zwei Fragerunden konnten Ausschussmitglieder Fragen stellen. Und es wurden meiner Ansicht nach wichtige und schwerwiegende Fragen gestellt. Die Antworten von BMU und BfS waren nach meiner Einschätzung weitgehend eine Verharmlosung der Sachlage. Nur weil die Latenzzeit der ionisierenden Strahlung irre lang ist und dann kaum ein direkter Zusammenhang mit der Strahlenquelle hergestellt werden kann, darf man das Strahlenrisiko nicht unterschätzen, nicht verharmlosen. Nur Politiker und Profiteure können nach Fukushima behaupten, es gab keine Gesundheitseffekte, es gibt keine Gesundheitseffekte und es wird nie Gesundheitseffekte in Fukushima geben. In Sorge um die Gesundheit meiner Enkelkinder und der nachfolgenden Generationen liegt mir sehr daran, dass eine weitergehende Gesundheitsreform angestoßen wird und das Strahlenrisiko von Medizinern überwacht und beurteilt wird. Auf dieses Schreiben bekam ich bislang keine Antwort. Nach einiger Zeit, und zwar nach der Bundestagswahl, jetzt habe ich's, hatte ich eine Besprechung im kleinen Kreis, wobei es auch um diesen Schriftwechsel ging. Ich meinte, dass jetzt mit keiner Antwort zu rechnen sei. Und die Gegenrede war, warum nicht gerade jetzt den Koalitionären dieses Anliegen vortragen? Gesagt, getan. An die Koalitionäre der kommenden Bundesregierung. Innovativ und zukunftsorientiert will die neue Bundesregierung werden und das möglichst in allen gesellschaftlichen Bereichen. Für die Corona-Pandemie wurden bereits die ersten Zeichen gesetzt. Ja, die Pandemie hat uns gelehrt, Gesundheit ist unser höchstes Gut. Dennoch wünsche auch ich mir, auch unter gesundheitlichen Aspekten, keinen neuen Lockdown, der sogar die Wirtschaft in Teilen lahmlegt. Zunächst also auch hier die Einleitung, Anrede und Einleitung mit dem Hinweis auf die Corona-Pandemie und den ersten Maßnahmen der Koalitionäre in diesem Zusammenhang. Hinführend zu der Aussage, ja, die Pandemie hat uns gelehrt, Gesundheit ist unser höchstes Gut. Für jemanden, der im sogenannten Weltatomerbe Braunschweiger Land, also zwei Schacht Konrad, Schacht Morsleben und einer Nuklearfirma am Braunschweiger Stadtrand Siedlungsgebiet lebt, gibt es da noch ein anderes Gesundheitsthema. Das Strahlenrisiko. Mir ist es wichtig, das Strahlenrisiko als Gesundheitsrisiko zu sehen. Und deshalb darf das Strahlenrisiko nicht nur als technisches, wirtschaftliches Risiko gesehen werden. Hier aber ist, in Klammer weltweit, eine Schieflage zu erkennen.
Die oberste Gesundheitsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, ist beim Strahlenrisiko auf Gutwill der Internationalen Atomenergieorganisation IEAO angewiesen. Vertrag von 1959. Aber auch in der Bundesregierung ist derzeit das Strahlenrisiko und die Nuklearmedizin in Umwelt- und Reaktorsicherheitsministerium verankert. Auch wenn eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium vorliegt, sind die Gewichte verschoben und es scheint ein Spiegelbild von WHO, IEAO zu sein. Ich bitte Sie dringend, diesen Zustand zu überprüfen und zu ändern. In der Anlage, erstens, meine diesbezügliche Frage an das bisherige Gesundheitsministerium mit Antwort und erneuter Reaktion. Zweitens, die Zusammenstellung zur genannten Thematik WHO-IEAO ausgehend von einem Zitat der Direktorin vom Bundesamt für Strahlenschutz: Strahlenforschung ist Zukunftsforschung. Freundliche Grüße, Paul Koch und so weiter. Die genannte Anlage 1 ist der Schriftwechsel mit dem Gesundheitsministerium, den ich ja gerade detailliert durchgegangen bin. Die Anlage 2, die Zusammenstellung zur Thematik WHO-IEAO und dem Zitat der Direktorin vom Bundesamt für Strahlenschutz, Strahlung, Forschung ist Zukunftsforschung. Diese Anlage 2 folgt jetzt an einem Stück. Strahlenforschung, Gesundheitsforschung, Strahlenforschung, Zukunftsforschung, Gesundheitsforschung. Unter der Rubrik kurz gesagt äußert sich die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Frau Dr. Inge Paulini, am Ende des jeweiligen BFS-Newsletters. Beim letzten Newsletter im Oktober 2021 schrieb sie: Deutschland hat gewählt. Es ist von großer Bedeutung, dass die nächste Bundesregierung die Strahlenforschung im Blick behält und sie stärkt. Strahlenforschung ist Zukunftsforschung. Mit dieser Aussage hat Frau Dr. Paulini zweifellos recht. Allerdings darf nicht nur der technische Mainstream verfolgt werden. Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Strahlenforschung muss auch Gesundheitsforschung, und zwar mehr als bisher, sein. Nur weil die Latenzzeit beim Strahlenrisiko um ein Vielfaches länger ist als bei Corona, darf die Gefahr nicht verharmlost werden. Die Gesundheitsforschung beim Strahlenrisiko gehört in die Hände von Medizinern und nicht von Physikern. Natürlich geht es hier nicht ohne die Physik, aber bei der bisherigen Risikobewertung kommen die gesundheitlichen Aspekte erst an zweiter Stelle und das ist nicht gut, ist nicht in Ordnung. Das BFS halte ich in diesem Zusammenhang für befangen, weil es mit Institutionen wie die Internationale Atomenergieorganisation zusammenarbeiten muss. Die Weltgesundheitsorganisation ist wiederum vertraglich seit 1959 verpflichtet, alle öffentlichen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Strahlenrisiko mit der IEAO abzustimmen. Das ist ein Skandal. Es gab in den letzten Jahrzehnten mehrere Anläufe, diesen Vertrag aufzuheben. Die Ärzte gegen Atomkrieg, also IPPNW, haben nach Tschernobyl und auch nach Fukushima eine groß angelegte Unterschriftensammlung gegen diesen Vertrag gesammelt. Frau Nuala Ahern, EU-Abgeordnete aus Irland, hat am 1. September 1997 die schriftliche Anfrage an die EU-Kommission gerichtet, wo es um Folgendes ging: Von der Versammlung der WHO am 28. Mai 1959 gebilligtes Übereinkommen zwischen der Weltgesundheitsorganisation und der Internationalen Atomenergieorganisation. Und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben am 11.05.2011, also kurz nach der Fukushima-Katastrophe, im Bundestag den Antrag gestellt, Vertrag zwischen IEAO und WHO vom Mai 1959 kündigen,
für eine unabhängige und effektive WHO. Weitere Organisationen stemmen sich gegen den Vertrag, aber immer erfolglos, weil argumentiert wird, es ist nicht mehr als eine normale Zusammenarbeit zwischen Behörden. Es wird behauptet, die WHO sei in der Frage des Strahlenrisikos unabhängig. Wenn es so ist, für was wird dann der Vertrag benötigt? Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich in den vergangenen 62 Jahren die WHO so viel Kompetenz erworben hat, dass sie tatsächlich unabhängig von der IEAO arbeiten kann. Der ganz einfache Grundgedanke, dass für Fragen der Gesundheit eine Gesundheitsorganisation oder Behörde zuständig sein muss, liegt nahe. Alles andere gibt Anlass zu berechtigter Spekulation, weil ja der Auftrag der IEAO klar ist. Die Atomenergie soll gestärkt werden. Also Strahlungsforschung, aus dem Zitat Dr. Paulini, muss in erster Linie unabhängige, der Menschen verpflichtende Gesundheitsforschung sein. Nun stellt sich die Frage, ob sich diese Schieflage zwischen WHO und IEAO auch in der Arbeit der Bundesregierung widerspiegelt. Schaut man auf die Organisationspläne von Gesundheitsministerium und dem Umweltministerium, hat man ganz stark diesen Eindruck. Strahlenrisiko und Nuklearmedizin sind vor allem im Umweltministerium verankert. Bei meiner Anfrage an das Gesundheitsministerium vom 25.05.2021 ging es genau um die Frage des Strahlenrisikos und der Nuklearmedizin. Die Antwort vom 28.06.2021 bestätigte den Sachverhalt mit einer ausführlichen Beschreibung des Ist-Zustandes und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ministerien. Mit meiner Reaktion auf das Schreiben des Gesundheitsministeriums wies ich am 24.08.2021 nochmals darauf hin, dass mir sehr daran liegt, dass eine weitergehende Gesundheitsreform angestoßen wird, um das Strahlenrisiko von Medizinern überwacht und beurteilt wird. Diesen Schriftwechsel finden Sie als separate Anlage. Ja, das Schreiben an die Koalitionäre ging zur Kenntnis an die lokale Presse, an alle neu gewählten Bundestagsabgeordneten aus den Wahlkreisen Wolfenbüttel, Salzgitter und Braunschweig und an einige Einzelpersonen, zum Beispiel Stefan Wenzel, dem ehemaligen niedersächsischen Umweltminister, und Professor Dr. Karl Lauterbach, den Gesundheitsexperten. Inzwischen ist Professor Lauterbach unser neuer Gesundheitsminister. Dies nahm ich zum Anlass, um ihn zu gratulieren, nicht ohne auf dieses Thema Strahlenrisiko und Gesundheitsrisiko wie folgt erwähnt zu haben. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Lauterbach, zunächst einen herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt des Gesundheitsministers. Ich denke, dass vor allem die Bekämpfung der Corona-Pandemie bei Ihnen in guten Händen ist. Ich hoffe, dass wir die Pandemie bald so weit im Griff haben, dass wir wieder halbwegs normales Leben möglich ist. Ich komme gerade von der Boosterimpfung. Der Hausarzt hat am heutigen Samstag eine Sonderschicht eingelegt. So konnte unser geplanter Impftermin vom Anfang Januar auf heute vorverlegt werden. Leider ist Corona nicht das einzige Gesundheitsrisiko. Wir leben im Atomzeitalter und leben deshalb mit einem erhöhten Strahlenrisiko, wobei es das Strahlenrisiko durch Radon schon lange gibt, das Bewusstsein dafür aber erst in den letzten Jahren in die öffentliche Diskussion, in die öffentliche Wahrnehmung gekommen ist. Ich hoffe, dass bald auch das Strahlenrisiko durch Atomanlagen aller Art als Gesundheitsrisiko angesehen und entsprechend neutral und kompetent wissenschaftlich begleitet wird. Der Verdacht von IPPNW,
Strahlenschutz ist Wirtschaftsschutz, könnte mit einem transparenten Verfahren mit vor allem unabhängigen Wissenschaftlern entkräftet werden. Ich weise auf meine unten stehende diesbezügliche E-Mail vom 28.10.2021 hin, die ich an die Koalitionäre der jetzt im Amt befindlichen Regierung und Ihnen zur Kenntnis gesendet habe. Ich würde mich sehr über eine Eingangsbestätigung dieses Schreibens freuen. Freundliche Grüße, Paul Koch. Der ausdrückliche Wunsch einer Eingangsbestätigung hat seinen Sinn darin, dass ich weder von den Koalitionären und auch nicht von den lokalen und anderen Bundestagsabgeordneten und auch nicht von der lokalen Presse eine Reaktion bekam. Nun, man kann sagen, keine Antwort ist auch eine Antwort. Im nächsten und vorerst letzten Video aus der Serie Gesundheit, unser höchstes Gut, will ich mich mit dem offenen Brief an das Bundesamt für Strahlenschutz und der Petition gegen die Verharmlosung zu Fukushima und Olympia 2020-2021 beschäftigen. Für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Dank gilt Anna Fitzeffer für ihren ausführlichen Bericht im Blog und ihre sehr beeindruckenden Schilderungen als Tschernobyl-Zeitzeugin in Schulklassen im Rahmen der Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima in der Region Braunschweig. Mein Dank gilt auch Svetlana Margolina für die Vermittlung von mehreren Tschernobyl-ZeitzeugInnen und ihre Dolmetschertätigkeit in diesem Zusammenhang.